Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Spiel 7 D&D. Ich baue gerade fleißig an Farmputz. Nun kann ich endlich Saatgut herstellen. Ich habe schon die ersten 4 Maisplatten gesetzt. Jetzt werde ich weitere setzen. Ich hole mal gleich mal den letzten Samen, was ich habe. Und später werden wir das entsprechend immer vermehren. So müssen wir das einträglich das soweit alles hinkriegen. Dass wir jetzt das Creme. Gut, das ist für die Frucht. Samen. Noch einmal Mais. Kaffeesamen. Und anderen Samen. Weiteren Samen erkenne ich jetzt nicht. Wir gehen erstmal oben nach oben. Schauen wir mal, was los ist. Nur Samen hier sehr schwer, ne? Deswegen überladen. So, hier ist der erste Mais. Unsere Bäume müssen wir bald an glauben, die sind schon zu dicht. Ganz kurz, ich habe die Anhänger gebaut. Diese Farm Plot, wie heißen die? Jetzt macht sich uns erstens mal unser fauliges Fleisch bezahlt, was wir noch endlich nutzen konnten. Und das dann gebaut. Ja, da haben wir die ja. Die machen jetzt einige Beete. In Anführungszeichen. Weil aktuell hat noch keine Hacke gefunden, um den Boden zu bearbeiten. Aber ich sag mal so, am Anfang wird es hier oben reichen. Wie außen wollte ich nicht weiter bauen. Mal sehen, ob der Decker alles aushält. Lass uns überraschen. Da kommt noch einer. Nee. Was fehlt? Lebige Erde, das macht nichts. Wir werden anpflanzen einmal das hier. Das. Ah, da sind schön drinne. Das fangen wir mal hier oben rechts an. Neben dem Mais. Da machen wir jetzt das sind schon 2 davon. Rein. Was haben wir noch? Chrysanthene. Kaffee auch noch. Und hier vorne Kaffee. Hier die Chrysanthene. Die andere daneben. So, jetzt haben wir noch einiges. Das pflanzen wir auch mal irgendwo rein. Und wo man zusammen muss, mal aufpassen. Ach, eine Wirkung. Achso, okay. Ich möchte ja jeden Behälter das gleiche haben. Das heißt, was jetzt einmal wächst, bleibt ja. Also hier haben wir 2 Pflanzen, da haben wir eine Sorte, da haben wir eine Sorte und hier haben wir eine Sorte, also noch mehr herstellen. Wir gehen jetzt sowieso raus und graben fleißig den Kram weiter. Und dann kriegen wir unser Leben einiges zusammen. Das heißt, unser Bohrer haben wir nach wie vor am Mann. Und wir werden sicherlich bald Besuch kriegen. Hier vorne beginnt unser Graben. Und dann werden wir hier mal schon ein bisschen aufräumen. Das heißt, unser Stacheldraht räumen wir weg, weil da steht nun mal halt ein Weg. Ne? Wir wollen ja von hier nach da weiter.
Das heißt, der Haltrad steht im Weg, muss weg. Tun wir Recycling, also Holz und Holz zurück. Sonst wird es vielleicht uns am Kopf fallen. Das wäre nicht so gesund, ne? Später noch ein paar Bäume fällen. Damit wir Holz haben. Das ist nicht mittlerweile schön Mangelware. Wir haben da so schön eingeschmolzen. Ja, du musst auch. Das Schöne ist, wie kriegst du wieder? Wenn ein Zombie kommt und kaputt macht, geht nichts wieder. So, hier um mal zählen. So, 1, 2, 3. Der kann bleiben. Bleibt auch. Gehen wir kurz um die Ecke. Gucken. Und mal schauen. Ne? Also wir haben schon reichlich Patronenhülsen hergestellt. Was wir noch mal holen müssen, ist ein bisschen Blei. Dass wir da ist ein Loch drin. Kommt da ein Loch rein. Das habe ich so hoch gewesen. So, wenn man unsere Bohrer wieder in die Hand nehmen, dann legen wir los. Ich bin durstig, ich will arbeiten. Wir müssen ja noch Tee kochen nachher. So, fangen wir hier an, Richtung Osten. Ich habe schon angefangen, da ich auch keine drauf ohne Ende, Richtung Osten den Tunnel zu graben. Vielleicht treffen wir noch Blei. Da so das halb viel an der Platte, ich brauche sowieso nicht länger Blei, Steine. Wenn wir dann hier gleich. So, wenn wir entsprechend Steine kriegen können, ne? Wären wir ja blöd, wenn wir das nicht machen würden, ne? Oh, repariert. So, hier können wir mal hochgehen zur Not. Darf ich mir ungefähr mal wegmachen. Wir können in der Natur gehen, ne? Ja, Benzin wird langsam ein Problem. Aber ich will den Graben fertig ist, ja, dann wird man nicht mehr. Ich bin 4 Tage gegangen. 3 Tage ist hier nicht mehr. Das heißt, wir müssen Gas geben. Das geht nicht Gas geben, ne? Die Tunnel ist eine halbe Versicherung, wenn man so, ne? Beziehungsweise ist die Versicherung. Denn dann, wenn sie nicht an unsere Mauer wegkommen, dann kommen sie auch nicht ins Haus. Kommen sie nicht ins Haus, haben wir Chance überleben.
Bagger wäre nicht schlecht, ne? Warum nicht im Leben, auch für unsere Kühe und die ganzen Bahn hinten. Von daher ist es ganz gut und praktisch. Ja, dann wollte ich mir hier eigentlich eine Brücke bauen. Aber dazu später mehr. So, wir müssen sehen, dass wir hier rauskommen. Das heißt, wir müssen hier eine kleine Schräge aufbauen. Das ist gefährlich, eigentlich. Naja, wir müssen schon. Kommen wir nicht rein, ne? Wir müssen hier rein, das ist auch nichts. Wir müssen hier. Ich brauche noch ein paar Dinge. Kriegen wir noch 6 Stück. Jetzt fehlt noch das Fleisch. Lehm haben wir genug. Verhölzer wollen wir machen, ne? So. Dann müssen wir sehen, dass wir hier rauskommen. Hier sollte eigentlich kein Problem kommen. Kommen wir sicherlich gut raus. Wir müssen nur halt die Dinge entfernen, so oder so. Na. Klingt bekloppt, aber die Dinger muss ich entfernen. Und zwar, da oben kann ich zumachen normalerweise. Ich habe Gäste. Jetzt wollen wir begrüßen, ne? Dann wäre unhöflich. Gehen wir da ganz oben. Die Woodpicks sind gut. Die wollen auch glatt weg.
Ah, da kamen die hoch. Das ist erstaunlich, dass die gerade die Schwachstelle wissen. Aber für mich war das gut, ich habe ein bisschen XP gekriegt, ne? Also. Und mit dem Maschinengewehr sind wir gut gerüstet. Da bauen wir gleich ein paar Dinge auf. So. Heißt, noch 6 gebaut. Dann das noch Samen, dann ist kein Samen, kein Samen. Das noch Samen, dann haben wir. So. 5. Die machen wir 4 Behälter erstmal und lassen wachsen. Die Kartoffeln. Dann können wir unser ganzes, ja, sieht an. Gut, dann machen wir hier Kartoffeln. Und hier nochmal Mais. Dann haben wir es auch erledigt. Ne? Also jetzt kann es wachsen. So schön gemütlich. Und später werden wir dann entsprechend noch was dazu holen. Sobald er sich vermehrt hat, können wir da wieder Samen herstellen. Das ist ja die Fähigkeit, habe ich nur erlernt. Und dann mal schauen, wenn wir Gepäck loswerden. Das ist Brücke. Lehm, Holz, wir müssen Holz machen. Maismehl haben wir jetzt da. Und den Rest mal halten, mal sehen, was wir verstaubt kriegen. In unseren Vorratswäldern. Wir müssen eh noch neue anfertigen bei Gelegenheit. War mittlerweile schon zu voll. Beziehungsweise unsortiert. Was können wir aus herstellen? Säfte. Aha. Saft. Da raus. Säfte. Erste Hilfewand. Achso. Daraus. Säfte. Maisbrot. Wir stellen Maisbrot her. Wir haben eh kein Essen mehr. Beziehungsweise, naja, sagen wir mal so, zu wenig. Jetzt machen wir da jetzt noch Feuer machen mit. Bringt zwar nicht viel, aber gut. Kochen. Säfte. Da brauchen wir Wasser. 6 Flaschen Wasser? Habe ich, 6 habe ich. Frucht habe ich nur 3. Soll mal so gehen. Warum geht nicht? Ich brauche 6. Nee, 1. Naja. Irgendwas fehlt. Dann immer zurückstellen. 4. Dann müssen wir zurückstellen und dann später können wir es hier verwenden. Ne? Ja, halt mal ein bisschen Brücke. Leere Dose. Heute müssen wir Wasser holen. So. Dann kochen wir gleich Tee. Denn das andere Zeug ist ja nicht genießbar auf Dauer. Da können wir nochmal ein Wasser. Andere Tee ist auch nicht gut. Und doppelt gekocht, ne? Können wir schon Kuchen backen, weil wir Maismehl haben nachher. Geht das nicht. Das ist nachher, ich würde sagen, super, aber halt besser wenig. Ne? Vor allen Dingen, wir brauchen ja nicht mehr wegen Wasser losziehen, ne? Quatsch, wegen Nahrung und so. So. Ich wollte noch leere Flaschen gehabt. Gläser. Dann machen wir neu. So, was haben wir schon? Ich wollte unten was bauen, damit wir den Übergang haben. Erstmal. So.
voll wegräumen. Ja, die müssen ein bisschen was verstauen. Aber bauen tun wir später. Wir holen das Wasser. So, Kohle. Kleiner Stein. Bretter, das brauchen wir. Fleisch schmelzen wir gleich ein. Jetzt noch Wasser. Messer brauchen wir. Und das schmelzen wir ein. Ah, fertig. Schießpulver? Ne, wo ist er? Ach, da fehlt doch glatt Holz. Hab das nicht fertig gemacht? Ah, ich dachte, das wäre fertig. Wollte Feuer und Spaß. So, gut. Brücke bauen. Brücke bauen wäre ganz gut, wenn wir unser Ding aufstellen würden. Stabil Untergrund, das braucht sich dann besser. Nehmen wir doch mit. Nehmen wir noch Blei holen, denke ich mal. Da hat das Nuss, die taube Nuss, das hier Klappfeld hergefunden. So. So wollte ich machen. Aber nicht so schmal. Dann können sie rüberspringen. Das ist ja mies. Abbauen. Schaufel. Wo ist die? Da haben wir hier ein Loch rein. Wir sind zwei hinbekommen. Da, gut. Waren das alle? Die Brüder schränken mich ein in der Freiheit hier. Schlecht. Kann ich so regenerieren, so arbeiten, wie ich will. Aber ich werde keine zu kommen. Nein.
Gut, haben uns gestärkt. Haben wir getrunken. Schauen wir nach, ob weitere Gäste zu sehen sind. Hier nicht. Da haben wir die Schreier richtig zur Rechtzeit umgekillt. Gut, dann machen wir Bäume fertig. Also bauen Holz. Ja, Mais. 1, 2, 4, 5. Kaffee eine. Und das auch eins. Ja, wird schon werden. Wir können aber Dinge herstellen, wir haben eh noch genug da. Ein verfaultes Fleisch haben wir genug. Weniger Erde ist kein Problem. Ist hier massenweise vorhanden. Und hier haben wir Bäume fällen. Ein bisschen. Das ist nur vorübergehend, das ist auch nicht perfekt. Also. Das ist, wie soll ich sagen, im Fall des Falles muss ich das mal. Geht ja immer kein Baum fällen, ne? Und dann nehme ich die Axt. So, dann auf 4. Wir werden mal als erstes die Bäume wegnehmen, die vorne uns die Sicht wegnehmen. Dann wäre ich beinahe reingelaufen in unsere Dinger hier. Die sind noch nicht ausgewachsen. Aber das macht nichts, die müssen weg. Durch in die Kraft. Um 12 werden wir losziehen und uns entsprechend die Kiste holen. Ne? Das ist ein Standard. Den Graben müssen wir auch noch fertig machen irgendwann. Wasser holen, das werden wir gleich tun. Von Holz. So, ist schon viel. Kann noch ein bisschen mehr sein. Gut, jetzt holen wir uns mal Wasser. Das werden wir hier vorne gleich wegschlagen. Die
Gäste? Wie war so? Den Bursche in die Kraft aus. Kommt zur richtigen Zeit, der richtige Augenblick, der richtige, dass wir die anbauen können. So. Die Schreierin ist da. Nur beeilen. Oh, wo? Ich sehe sie nicht. Gehört habe ich sie. Im Graben sie hier nicht. Gehen wir nach oben. Da sehe ich sie auch nicht. Dann gehen wir nach oben, geht oben. Komm mit. Diese war so, wie ich irgendwas gehört habe. Das war knapp. Das ist ein Mist. Ich hab mich verhört. Ist ja auch möglich, ne? Und die hat sich schon aufgespießt. Gut, nicht zu sehen. Dann machen wir uns kurz leer machen. Wir müssen ja nicht alles mitnehmen. Es ist wieder 10 Uhr. Und liebe Schauer, das soll es vergessen sein. Es war die halbe Stunde. Dann seid mal Fuß um den Gewinkel. Ciao, ciao. Danke fürs Reinschauen. Morgen geht's weiter. Tschüss.